Jetzt ist Erwin erstmal dran wieder mit angreifen. Es ist für ihn jetzt auch schwer, da er schon getroffen wurde. Er ist überrascht davon, dass der dumme Zwerg, der doch so ebenwürdig ist, jetzt doch noch getroffen hat. Der dumme Zwerg, der ihm ebenwürdig ist. Das heißt, das ist auch dumm. Ja, anscheinend. Offensichtlich. Und du kannst dann Parade auswürfeln. Parade habe ich jetzt dann 13. Ja. Es geht ja nur schwer dafür, weil damit nee, ist richtig. Das ist richtig. Nicht hier irgendwas so. Ja, und das habe ich knapp nicht geschafft. Okay. Also wenn du ihn getroffen hast, dreht er sich auch noch so ein bisschen weg. Eigentlich relativ galant. Ich muss mal kurz gucken, wie viel Schaden. Er macht auch 3W6. Aber wenn es für ihn erschwert ist, ist es nicht für mich dann die Parade erleichtert? Also nur als Frage. Nö. Okay. Nö. Ah, Dr. Pepper. Entschuldigung. Ist bald alle. Er macht dir 10 Punkte Schaden. Okay. Was hast du noch? 78? Hm? 78 Schaden. Ich bin ja auf die Treppe runtergefallen. Naja, da hast du dir nicht so viel getan. Okay. Du bist jetzt auch langsam in seiner Reichweite von dem Typen, der auf euch zugerannt kam. Soll ich noch einen Dolch werfen? Na, erstmal ich. Du hast wie viel Initiative? 15. 15. Dann ist du hast es? 15. Oh, 15. Dann ist jetzt erstmal der Dude dran. Und der greift dich jetzt an mit seinem coolen Kurzschwert. Ich hab einen Dolch. Ja, ich stehe hinter dir. Das ist natürlich doof. Aber du darfst mal eine Parade würfeln. Also er haut schon in deine Richtung. Nee, du musst mit 2W10 würfeln auf deinen Paradewert. Du hast einen Paradewert. Mit deiner Waffe. Aber mit deiner Waffe, also den Parade plus das, was deine Waffe dir gibt. Hat man es schon aufgeschrieben gehabt. Also musst du jetzt eine 9 oder weniger. Das war, also wie geht das nicht auf die Grundparade noch mit drauf? Dann müsstest du auch 18 auf Parade haben. Nee. Ach, okay. Wir haben das mit Waffen. Ach, der hat das schon ausgerechnet, ja. Alles klar. Genau. Ja, er haut halt an dir vorbei und sagt eigentlich gar nichts. er haut halt einfach an dir vorbei. Darf ich die Szene nachspielen? Ja. Vorbei? Eigentlich gar nichts. Genau so, ja. Reimen. Da du in seiner Nähe bist, darfst du jetzt einen Angriff auf ihn ausführen, wenn du gerne möchtest. Ja. Eigentlich gar nichts. Attacke Nahkampf. Nee, doch, ja. Schafft. Ja, mit deiner Waffe? Ich meine, jetzt so. 2W6 plus 4. Ist es immer. Nein, du musst immer die Werte von deiner Waffe nehmen, nicht deinen Grundwert. Hä? Du hast doch einen Attacke Nahkampfwert für deine Waffe. Er hätte es trotzdem geschafft. Ja, jetzt, ich sag doch nur, weil du da drüben schon wieder geguckt hast. Der darf was noch parieren. Ja. Hat er aber nicht geschafft. Er ist. Oh Mann. Er ist dämlich. Er fällt nahezu in deine Waffe. In mein Dolch. In deinen Dolch. Du machst 10 plus 14 Schaden. Ich bin so stolz, dass ich getroffen habe. Wahnsinn. Ja. Ja, also er hat jetzt ja schon. Was denn ging? Du hast den so ungefähr. Hast den schon so. In die Seite. Naja, also ja. Am Arm. So, hast du ihn schon im Arm geschnitten. Und zwar genau in den Arm, in den er dich gerade angegriffen hat. Also wo er sein Schwert mitführt. Das macht ihn schon wahrscheinlich dann schwer zu schaffen, jetzt noch zu angreifen. Oh, dann darf ich noch ein Messer. Ja. Ein zweites Messer. Ein zweites Wurfmesser. Ja, noch. Ja. Ah, keine 18. Nur 7. Also Parade ist jetzt bei dir schon ein bisschen erschwert. Er hat es auch nicht geschafft, du darfst den Schaden eben austeilen. Und er hat ja schon bei mir versucht zu parieren, ne? Wie viel waren es? Du hast nicht, du hast plus 5, also... Mensch! Guck, pack dir das doch einfach hier zur Seite. Also hast du 8 Schaden gemacht. 8 Schaden hast du gemacht. Der ist schon reichlich beeindruckt von eurer Kampfeskunst. Wir sind ein gutes Team. Oh ja. Und du bist wieder dran. Ich bin wieder dran. Ja, also ich stehe jetzt... Er ist vor mir getroffen, leicht taumelnd, und ich stehe mit meiner Axt über meinen Kopf erhoben, über ihm, und lasse meine Axt einfach mit all meiner Körperkraft, natürlich mit einem Schwung, auf ihn drauf. Auf ihn drauf fallen. Ja, also Schlag drauf fallen, so fallbeimäßig. Das heißt, ich muss jetzt auf Attacke Nahkampf. Ja, dann wirf mal. Mhm. 18, ich gucke immer wieder nach, ich kann es mir echt nicht merken, weil ich habe nur 2 Intelligenz im Moment. Deshalb kann ich es mir auch nicht merken. Ja, das sind 8, das ist mal ganz gut. Deutlich, hast du schon, du triffst ihn auf jeden Fall schon richtig gut. Dann würfel mal noch ein W6 mehr, bitte. Also noch einen oben drauf, weil er kann ja auch gar nicht parieren in dem Moment, der ist so angeschlagen. Falls ihr es nicht seht durch meinen Bart, ich grinse. Ja, und das ist 8, 9, 14 plus 5, sind 19.
Halt, das ist nicht meine. Oh, also du hast ihn schon ja, in die Schulter getroffen. Nee, in die, doch in die Schulter. Hast du ihn in die Schulter getroffen und also der Arm, der lahmt jetzt richtig. Okay. Gegen ihn. Und meine Axt ist aber dann abgerutscht und ich habe sie wieder in der Position. Nee, ja, doch, du kannst dann einfach wieder angreifen. Dann ist ja. Nee, es geht nur darum, damit ich dann auch von der Hiebfolge her, weil es wäre unlogisch, wenn ich so ein Runterwärts-Ding mache und meine Axt wirklich nicht in ihm steckt, sondern runtergegangen ist, dass ich dann wieder sage, ich hau dann wieder so zu, weil das würde länger dauern, als wenn ich die Axt nach oben ziehen würde. Also, aber er versucht dich trotzdem noch anzugreifen, auch wenn die Chancen nicht mehr gerade gut sind. Und, kannst du vergessen, also der kriegt nicht mal sein Schwert mehr hoch. Ja. Ich habe gehört, da gibt es so blaue Pillen gegen. Soll ich, willst du? Ja, du kannst gerne mal gucken, was auch immer da gegeben wird. An der Tür oder unten? Es war unten. Hallo? Aber du kannst... Christian, ganz klein Augenblick. Christian? Ist ein Christian hier richtig? Ja. Die haben mir gesagt, du bist hier richtig. Okay. Warte, nee, er macht seinen Angriff. Ich darf nichts. Ach ja, stimmt, der ist erstmal. Macht erst seinen Angriff, aber er trifft nicht. Das heißt, du darfst jetzt ihn angreifen. Ey, epischer Angriff. Ich hab getroffen mit 5. Okay, darfst den Schaden auswürfeln, weil. Ich hab immer die Tür zugemacht, damit die Katze nicht auch abhaut. Richtig. Ja, kannst auch nicht. Nee, also er schafft es nicht auszuweichen. Also du kannst ihn richtig schön durchrennen. Ja, also du haust ihn nochmal genau auf die gleiche Stelle, wie er vorher schon hatte und er sackt, also, er sackt langsam zusammen, der Typ. Also der vor mir ist jetzt schon halb tot und der mit dem sie kämpft auch. Also der blutet schon richtig. Also er hat 2 Stichwunden jetzt von dem Dolch, einen Arm, eine Richtung Bauch so. Okay. Ja, jetzt wird theoretisch John dran. Mhm. Er ist ja gerade nicht da, das heißt, ich gehe mal aufs Klo. Wir machen eine kurze Pause. So, wir sind zurück. Von unserer kurzen Pause. Oh ja. So. Jetzt sind wir zurück von unserer kurzen Pause. Jetzt sind wir zurück. Wir sind immer noch mitten im Kampf und wir haben endlich Kampfmusik. Ich hätte gedacht, wenn es jetzt nicht geklappt hätte. Ich hab's extra. Obwohl der Kampf schon fast vorbei ist. Augenscheinlich fast vorbei ist, ja, das stimmt. Es sieht so aus. Wer war jetzt? Dann wäre ich jetzt. Ich war gerade. Was hast du gemacht? Nein, du musst das jetzt machen. Nochmal? Ja. Ja. Okay. Du musst jetzt, also du wirfst jetzt auf ihn. Also noch? Mit einem Messer. Mit einem Messer, okay. Genau. Ist nochmal? Musst du nochmal Attacke Distanz werfen. Es war keiner dabei, als du das gemacht hast. Oh, oh, oh. Also geistig. 6. Wenn du 6 hast es geschafft, okay, dann kannst du deinen 7. Schaden... 7. 7? Naja, hast du auch geschafft. Dann wirf mal deinen Schaden aus. Kann ich auch auf den Kopf zielen? Dann das hättest du vorher sagen müssen. Ach so, muss ich ja, ich könnte es dir aber nochmal erlauben, ihn auf den Kopf zu werfen. Nee. Aber du darfst doch nicht vergessen, Zachary ist in der Nähe. Ja, ach so, echt okay, gut, dann also wenn da jetzt zufällig gerade auch genau dann, vor dem Kopf ist, dann mache ich einfach. Ich weiß nicht, wie er sich gerade bewegt. Hab ich jetzt vergessen. Dann mache ich lieber nochmal einen Schaden aus der Hüfte. Okay. 3 plus 5, 8 Schaden. 8 Schaden. Also du triffst ihn ins Bein, in den Oberschenkel. Er fängt leicht an zu quieken. Wie ein Schwein. Ja. Wie ein Meerschweinchen. darf ich mir das nochmal vorstellen? Also er hat ja jetzt 3 Messer auf den geworfen. Stecken die alle noch in dem Körper drin? Ja. Okay. Das ist der Sinn davon, dass sie wieder rausziehen kann später. Ja, vielleicht haben sie sogar Widerhaken, keine Ahnung. Das sind jetzt nicht die... Also er hat offensichtlich hochgradig Schmerzen. Und kann deswegen auch nicht mehr angreifen. Er kann sich quasi nicht mehr bewegen. Also er ist so gesehen... Ah, genug! Kampfunfähig am Boden. Gut. Mir ist gerade aufgefallen, also er liegt noch nicht direkt auf dem Boden, aber er wird nicht mehr angreifen können. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe nur noch einen Kissenbezug, weil in einem ist jetzt Getreide drin und den anderen habe ich Zwerg um. In Ordnung. Und einmal Getreide, ein... Ja, das Kampf ist erstmal das Inventar checken. Na, ich hätte nochmal... Ich bin doof, aber ich bin Händler und das mache ich intuitiv sozusagen. Ah, im Kopf. Check. So, und jetzt müsste es ja dann wieder nach Initiative gehen. Ne, die waren jetzt dran, jetzt bin ich dann wieder dran, oder was? Von hinten fliegt nämlich jetzt plötzlich ein Pfeil auf dich zu. Boah. Oh. Verfehlt dich aber nur ganz knapp, du hörst es sausen im Ohr. Okay. Ich grunze in einem Ton, der suggeriert, dass ich das wahrgenommen habe. Okay. Okay. So, nichtsdestotrotz bin ich gerade mit meiner Axt, die am Boden ist, weil ich ja nach unten geschlagen habe, und schlag auf den stark verletzten, blutenden Typen weiter ein. Okay.
Ist das erleichtert? Er kann sich quasi nicht mehr bewegen. Das ist, also ist es eigentlich. Ich habe 18, er kann sich eigentlich nicht mehr bewegen. In dem Fall brauchen wir es gar nicht erleichtern, weil du hast einen Wert von 18. Dann würfel trotzdem mal. Ja, geschafft. Also er kann auch nicht mehr parieren, darf seinen Schaden direkt auswürfen. Da ich das letzte Mal, wo er schon so gestrauchelt hat, 4W... Du darfst jetzt noch einen mehr mit dazu. Also 5W6. Du darfst jetzt mit 5W6 würfeln. Plus 5. Ja. Also, mal gucken, ob er das überlebt. Also du hast jetzt die realistische Chance, den so richtigen Uppercut zu verpassen mit deiner Axt. So dass der Kopf wegfliegt. Ja, vielleicht. Am Brot. So. Nichts verändert, sieht man. Du dürftest es nicht erfahren. 8, ich 10, weiß. 12, 13, das sind. Ich erfreue mich an den dunklen Spuren. 18. Plus 5 sind 18. 18 Schaden. Ja, also. Du triffst den. Hier unten. Du haust ihm so richtig schön auf den Kiefer drauf. Und der Unterkiefer ist dann gespalten. Ja, also. Und. Also er kriegt keinen Ton mehr raus. Er liegt jetzt auf dem Boden, auf dem Rücken. Zucken. Haben wir registriert, dass der Feind ihm vorbeigeflogen ist? Also wir beide. Ja. Ihr habt das mitbekommen, ja. Alle, okay. Wir sind nicht so wie er. Also so doof. So, ja. Gerade. Also. Geistig eingeschränkt. Ja. Offensichtlich ist ein Bogenschütze noch dazugekommen, den er jetzt im Kampf nicht mitbekommen hat. Richtig, genau. Ach so, eine Sache als Frage. Das Mädchen ist ja jetzt so ungefähr 20, 25 Meter weg, weil ich mich ja weiter bewegt habe. Das musst du jetzt einschätzen, weil wir haben das ja zusammen besprochen, die Fähigkeit. Ich habe mit dir also du weißt, sie ist noch in deiner Nähe, du beschützt sie in dem Moment. Alles klar, gut. Der Typ ist ja jetzt kampfunfähig unter dem Boden. Ich guck mir den Pfeil, also da wo der Pfeil mal herkommt. Seh ich da was? Ja, da ist ein Bogenschütze. Okay. Also neben ihm steht sogar noch ein Pferd. Das Pferd. Okay. Ja, was war? Hinter uns, die steht immer noch da. Die ist immer noch da, sie steht da, zittert. Okay. Und wir sind aber immer noch in der Kampfsituation, also es ist immer noch rundenweise oder dadurch, dass die kampfunfähig sind. Ja, allerdings, der hat jetzt gerade seinen Pfeil verschossen daneben, da muss ich erstmal nachladen. Der braucht jetzt erstmal eine Runde. Ja, okay. Dann, also der Typ ist ja eindeutig kampfunfähig. Ich glaube, ich hau nicht nochmal drauf ein. Was du bist. Ob du ihn am Ende seinen finalen Schlag geben möchtest oder nicht? Ja. Warte, ich frage ihn. Gibst du jetzt auf? Konnte der noch sprechen? Ja. Der ja, meiner nicht mehr. Okay, da konnte er noch sprechen. Hab ich doch schon gesagt, hört auf! Hat er doch, ich kann mich jetzt wieder. Ja, er hat gesagt, hört auf, aber nicht, ich gebe auf. Achso, okay. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nach Hause. Okay. Meine Runde ist in dem Sinn jetzt vorbei. Ja, dann greife ich den Bogenschütze an. Der ist so ungefähr 30 Meter entfernt von dir. 30 Meter? Ja. Gut, dann bitte ich Zachary. Also von dir 20 Meter. Dann bitte ich Zachary, meiner Wurfmesser aus dem rauszuziehen. Egal, nachladen. Aus dem Typen rauszuziehen. Mit 30 Meter Entfernung, ist nur ein bisschen zu weit. Er hat ja schon 3 draufgeworfen. Ja. Du kannst ja auch näher kommen. Nee, komm ich da ran zu ihm und hole mir die. Ja, dann ist nämlich das deine Runde. Dann ist das meine Runde. Also, falls die Kamera gleich umfällt, die Katze hat gerade eine Liebesbeziehung mit dem Dreibein. Das klingt komisch. Ja. Ich kann's auch, du kannst es mir bestätigen. Oder? Ja. Es wackelt. Es wackelt sogar das Video. Okay. Also wenn es wackelt, das bin nicht ich, das ist die Katze. Das ist die Katze. Sag dir das Werk. Okay. Okay, die beiden haben jetzt irgendwas ausklamüsert, haben was gemacht. Ich bin jetzt dran. Ich habe meine Axt gerade über mir gehoben, bin in einem Kampfrausch, kann nicht mitbekommen, was um mich rum ist. Ich würde sonst ehrenhaft natürlich den Gegner halt gewähren lassen, aber dadurch, dass ich weniger Intelligenz habe und in einem Kampfrausch bin, schlage ich auf ihn ein und schrei dabei, das kriege ich raus, weil das ist so intuitiv, für die Ehre der Schmiede! Soll ich nochmal auf Attacke Nahkampf würfeln oder einfach nochmal? Mach einfach. Der Typ kann sich nicht bewegen, du kannst ihn. Und kann jetzt wieder mit 5 oder nur mit 3? Ja, würfel mit 5. Okay. Würfel mit 5. Alter, der ist gleich tot. Der war vorher schon fast tot. Ich glaube, der wird jetzt zu. Also, wenn ich gut würfle, wird er jetzt, glaube ich, zu Blutmatsch. Hab. Blutwurst. Er wird eine. Oh, halt! Nein, das muss ich nochmal machen. Das würfel. Würfel. Ja, hast noch einen Würfel. Ist jetzt schön im Kopf gestoßen? Nein, die Schulter. Ich musste mich zurückhalten, damit ich nicht die Wand mitnehme. Okay. Das ist so wie ein Zwerg halt ist. So wie ein Zwerg halt ist. Groß, also klein, dumm und stark.
Ja, das sind 10, 15, 18, 19 plus 5 sind 24. Also, du holst jetzt mit der Axt, holst du aus, du rufst dabei für die Ehre der Schmiede! Die Ehre der Schmiede. Und spaltest ihn in den Kopf. Okay. Und, ja. Ich grunze dabei zufrieden. Ja. Deine Einschätzung ist, er hat's erlebt. Okay. Ja.